Hallo Freunde von meiner Whisky, Armin aus seinem Whisky-Refugium. 5 Minutes, Patient des heutigen Abends. Ha, was Rauchiges. The Pete's Beast. Ja, was hat's damit auf sich? Also der Name ist ja Programm, ne? Und Pete's Beast ist dies hier die Batch Strength Abfüllung. Und die hat 52,1 Volumenprozent. Ich bin immer mal wieder auch nach der Suche nach neuen rauchigen Geschichten, die es irgendwo gibt. Kleinserien. Und ja, hier ist es so, dass eben halt, wie soll ich jetzt sagen, eigentlich nicht klar ist, was es ist für eine Distillerie. Ja? Ein Single Malt. So. Ein Single Malt ist, muss es eine Destillerie sein. Hier ist eben halt das rauchige Programm. Immer so eine Geheimnistuerei. Keine Altersangaben. Und wir wissen aber eigentlich, wenn wir rauchige Whiskys haben, müssen die nicht unbedingt alt sein. Ja? Also rauchige Whiskys funktionieren schon ab 5 Jahren richtig klasse. Ja? Und wenn man dann noch ein bisschen stärkere Verstärken haben will oder sowas, ich habe im vergangenen Jahr oder die Jahre davor eben halt von Kirschwhisky so einen limitierten Bannerhebbin gehabt, den die abgefüllt haben mit 48,1%, glaube ich. 48,1 ist das. Und den fand ich richtig klasse. Also das war, ich bin mir sicher, ich glaube, da war auch ein oder anderes Sherryfass mit bei, aber ansonsten First Fill American Barrels. Richtig klasse. Und im Endeffekt muss man hier sagen, ist es hier so ein bisschen ähnlich kreiert, ja. Und Pete's Beast soll eben halt das torfige Biest sein. Ne? Tolle Geschichte ist hier, ist nicht kühlfiltriert, das steht drauf. Altersangaben haben wir jetzt hier nicht. Ne? Und Natural Color. Also von daher, ja, ist das, was man letztendlich hier wissen will bei dem rauchigen Whisky. Und ich habe mir da mal so ein bisschen was einlaufen lassen. Jetzt haben wir nur die Angabe letztendlich Scotch Single Malt Whisky. Ja? Single Malt Scotch Whisky. Intensely peated. Wer macht Intensely peated? Also es gibt eben halt so in den Highlands den einen oder anderen freien, das könnte theoretisch Ardmore sein. Ja? Ansonsten fällt mir aus den Highlands so ad hoc jetzt gar nicht sowas ein, die vielleicht so eine Masse irgendwo an freien Sachen freigeben würden. Vielleicht auch noch irgendwo intensiv bietet, aber nicht, wenn das Highland Park irgendwo was raushauen würde, hätte ich jetzt eher gesagt, nee. Logic wäre möglich, sage ich jetzt mal so. Tobermory, ne? Aber das ist auch eigentlich wenig, ist auch eher weniger von auszugehen. Dann sind eher so die Islay Whiskys, das heißt Lagavulin, Carl Iller, Lefroig, Bowmore. So, die eben halt eine große Menge produzieren, wo man auch vielleicht die Chance hat, wenn die da New Spirit an Unabhängige abgeben, dass der sozusagen mit seinem eigenen Fass machen kann. So. Also ich gehe eigentlich davon aus, dass ich jetzt den Insel-Whisky drin habe. Also was mich mehr an Isla erinnert. Gehe ich mal dran. Sonny. Und ich bin jetzt wirklich unbelesen, ja. Also die erste Nase, die mich jetzt hier wieder abholt und die ich hier habe, erinnert mich an einen unabhängigen Lagavulin. Ist so. Der ist nun nicht so stark, aber der hat total die Noten vom Berlex. Schön. Bisschen was Frischeres, bisschen tropischere Fruchtnoten, eine Phenoligkeit. Ja, wie gesagt, helle Fruchtnoten sind das. Aber man merkt hier steigt einem ordentlich Phenol in die Nase. Also da ist der Pete's Beast, der Name ist Programm. Will lieber dran gehen. Sonji.
Hier kommt noch so, also wunderbar aufgegangen. Nicht extrem, ist auch jetzt weich im Hintergrund. Ich würde jetzt schwarz sagen, ich habe einen irren Drehwandel an Geschmack in meinem Mund. Irre. Ist jetzt cremig, wie ein sattes Mandelbonbon. Wie so die Werthers Echte oder sowas, ne? Wenn sie diese aufhaben und dann nochmal diese flüssige Karamell drauf geht. Das habe ich jetzt so ein bisschen, aber als Rauchkaramell. Aber wenn ich da rangehe und ich da rieche, und ich sag mal so, vor 2 Jahren habe ich noch gesagt gehabt, ich kenne eigentlich nur Lagavulin satt irgendwo in Sherryfässern getönt, ne? Wo man so eine extreme Peatiness und Torfigkeit hat. Dann habe ich kennengelernt eben halt auch mal den einen oder anderen, wo man im Hintergrund gesagt hat, ja, das ist ein Lagavulin. Aus eher mehr Bourbon-Fassgeschichten letztendlich, ne? Wo eine Fruchtigkeit rüberkam, jüngere Geschichten, wo ich dachte, boah, das kann auch Lagavulin sein, klasse. Und hier habe ich jetzt so ein bisschen Déjà-vu. Ich weiß es nicht, ja, also das kann alles Mögliche sein. Aber für einen, der letztendlich weiß, was er da jetzt erwartet, das ist so ein bisschen, was er da erwarten kann. Hier ist eine unheimliche, heftige Wuchtigkeit an Phenolen, Peatiness, also wirklich ein Peat-Hammer. Das ist wirklich Beats Beast, kann man bestätigen. Aber das geht hinterher auf. Das ist nicht Crème Brûlée, das ist wirklich so, das wäre das Echte, was aufbricht und wirklich so ein Karamellfluss im Mund hat. Das ist immer noch da. Schön. Toll. Also, schwer begeistert. Ich sag, mal gucken. Eigentlich war das eine Geschichte, die ich für so eine eigene Fassreifungssache mir mal rangeschnappt habe. Ich habe aber ein paar Flaschen von da. Das heißt, die werden auch zum Verkauf bei uns im Laden sein. Von daher gucken, wenn ich die Flasche offen habe. Vielleicht nehme ich die auch mal irgendwo mit hin. Mal sehen. Tastings wird es ja erst wieder nach dem Sommer geben und das Line-up für das letzte Tasting im Juni steht letztendlich. Von daher vorbeikommen, fragen, probieren. Ich sage bis dahin auf einen Samstag beieinander. Flangier.